Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt mir auf YouTube, Instagram und Twitter mal wieder einige Fragen gestellt und deswegen gibt es heute wieder eine Fragerunde, Hashtag AskChillNP. Die erste Frage von heute, als was arbeitest du? Ich arbeite in einer Online-Marketing-Agentur als New Media Consultant. Ich denke, da können sich jetzt die wenigsten Leute was drunter vorstellen. Aber ich habe dazu sogar schon mal ein einzelnes Video gemacht. Also ich habe euch wirklich mit der Kamera auf die Arbeit genommen, habe euch meine Firma vorgestellt, wo ich arbeite und habe euch wirklich gezeigt, was meine Aufgaben sind und was ich den ganzen Tag dort so mache. Ich verlinke euch das Video mal hier oben über die Infokarte. Ihr könnt da sehr gerne mal reinschauen. Aber nebenbei habe ich sogar noch eine eigene Firma, mit der ich Foto- und Videoaufträge mache. Da habe ich in der Tat auch schon mal ein Video zu gemacht, zu so einem Fotoauftrag. Kann ich euch auch oben in der Infokarte verlinken, aber falls ihr da noch mehr sehen wollt, Freunde, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Die nächste Frage kommt von Felix. Meinung zu Spiegelreflexkameras in 2020 sollen ja immer mehr abnehmen, beziehungsweise die Systemkameras immer mehr kommen. Ist eine sehr gute Frage und ich habe ja sowohl eine Spiegelreflexkamera als auch eine Systemkamera und meiner Meinung nach müsst ihr euch wirklich überlegen, fotografiert ihr mehr oder filmt ihr mehr? Was ich zum Beispiel bei einer Systemkamera richtig gut finde, ist gerade fürs Filmen, dass ihr eben durch den Sucher filmen könnt, was eben sehr gut ist, wenn es beispielsweise sehr hell ist. War auch bei mir so, wie ich in Dubai unterwegs war und da konnte ich zum Glück mit meiner Lumix durch den Sucher filmen und das ist einfach ein ganz anderes Ergebnis, weil ihr einfach gerade durch den nicht vorhandenen Lichteinfall der Sonne wirklich das Bild exakt sehen könnt, wie die Kamera das Ganze aufnimmt. Andererseits sagt man aber, dass DSLRs beispielsweise schneller fotografieren können, heißt mehr Bilder in der Sekunde aufnehmen können, wobei ihr euch da auch wieder überlegen müsst, hey, wie viele Sportaufnahmen macht ihr wirklich, dass ihr das benötigt, 10, 15 Bilder in der Sekunde schießen zu können mit eurer Kamera. Aber der größte Punkt ist wirklich der Autofokus, denn der funktioniert wirklich, wenn die Kamera über den Sensor fotografiert oder filmt, besser als wenn ihr einen Sucher habt bei einer DSLR. Habe auch ich bei meiner 90D extrem gemerkt und das ist jetzt wirklich keine alte Kamera und auch vor allem keine Kamera aus dem Einsteigerbereich. Ich habe in meinem letzten Urlaub, wo ich mein neues Objektiv hier beispielsweise getestet habe, auch viel lieber über den Bildschirm, das heißt über den Sensor fotografiert, weil der Autofokus einfach extrem viel besser war. Also Systemkameras hängen DSLRs wirklich heutzutage in keinem Punkt mehr nach und wie gesagt, überlegt euch einfach, fotografiert ihr mehr oder filmt ihr mehr? Wenn ihr mehr filmt, holt euch direkt eine Kamera ohne Spiegel, denn wenn ihr filmt, wird der Spiegel sowieso nur hochgeklappt und das ist dann wirklich einfach unnötiges Gewicht oder einfach unnötige Größe, die ihr mit euch rumtragen müsst. Passend dazu auch die nächste Frage hier von Instagram. Freunde, wenn ihr mir noch nicht auf Insta folgt, checkt auf jeden Fall mal mein Insta aus. Micro Four Third oder Vollformat? Und ich denke, die meisten Leute werden Vollformat wählen. Klar ist Vollformat teurer, allerdings hat Micro Four Third eben einen ziemlich großen Crop-Faktor, wo ich nicht so der Freund von bin. Ich bin eher ein Freund von weitwinkligen Objektiven. Und eine Sache, was ich auch sehr, sehr schade finde, was Micro Four Third eben nicht so gut hinkriegt, ist einfach die Tiefenunschärfe. Auch hier bei dem Video beispielsweise, hier mit meinem neuen Objektiv auf Blende 1.4 gefilmt. Einfach, dass man hier eine schöne Tiefenunschärfe hat. Einerseits finde ich, dass es einfach schön aussieht. Andererseits hebe ich mich dadurch aber auch gut vom Hintergrund ab. Und das ist eben was, was man mit einem Micro Four Third Sensor beispielsweise nicht so gut hinbekommt. Die nächste Frage kommt von Noah. Streaming-Tipps. Sehr kurze, aber sehr gute Frage. Und zwar habe ich da einen Tipp für euch, den könnt ihr alle gebrauchen. Also egal, ob ihr Livestreamer seid, ob ihr YouTuber seid oder, keine Ahnung, Influencer. Egal, wenn ihr zu irgendeiner Plattform in irgendeiner Art Content hochladet. Und zwar ist mein Tipp wirklich Regelmäßigkeit. Und damit meine ich nicht eine Woche oder einen Monat mal regelmäßig Content hochladen und sich dann fragen, hey, warum bin ich denn noch nicht groß? Und dann irgendwie mal ein halbes Jahr wieder gar nichts, sondern fällt euch ein, hey, ich habe ja mal angefangen mit Streamen und dann haut ihr mal wieder eine Woche lang Livestreams raus und fragt euch, hey, warum wächst mein Kanal nicht? Freunde, ihr braucht wirklich Regelmäßigkeit und nicht Regelmäßigkeit im Sinne von einer Woche oder einem Monat, sondern ich spreche wirklich von mehreren Jahren. Ich beispielsweise bin auf YouTube jetzt schon seit 2013 und lade seitdem relativ regelmäßig hoch und habe in Anführungszeichen gerade mal 13.500 Abonnenten. Also das ist jetzt wirklich nicht so viel und ich bin wirklich schon 7 Jahre dabei. Deswegen wirklich ladet regelmäßig Content hoch. Und wie gesagt, nicht eine Woche, einen Monat, sondern wirklich 1, 2 oder 3 Jahre lang. Bist du mit deiner Rocket Nith noch zufrieden oder würdest du dir bald eine neue Maus oder Tastatur kaufen? Mit meiner Tastatur bin ich auf jeden Fall noch zufrieden, die habe ich auch noch gar nicht so lang, die Rocket Sorora FX. Ansonsten mit der Nith bin ich an sich auch zufrieden, wobei man auf der anderen Seite dazu sagen muss, dass es meine erste Gaming-Maus war und ich seitdem
nicht wirklich eine andere Gaming-Maus gespielt bzw. ausprobiert habe. Das heißt, ich habe einfach keinen Vergleich. Aber vom Benutzen der Nith alleine muss ich auf jeden Fall sagen, bin ich noch zufrieden und die Maus ist auch noch in einem guten Zustand bei mir. Das heißt, ich habe eigentlich aktuell nicht vor, mir eine neue Maus zu kaufen. Als nächstes kamen hier auf Instagram, warum auch immer, ein paar Fragen auf Englisch rein. Was ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann, weil sowohl mein Insta als auch mein YouTube-Kanal alles auf Deutsch ist. Aber naja, nächste Frage. What iPhone do you use? Aktuell habe ich hier das iPhone 10S noch. Das ist jetzt, glaube ich, 1,5 Jahre alt. Ich bin auch noch voll zufrieden damit, also von der Leistung und auch vom Akku. Ohne Probleme, wirklich, wenn ich das auch an einem Tag mal viel benutze, habe ich abends immer noch 30%, 35%, 40% wirklich ohne Probleme. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin sehr auf das nächste iPhone gespannt, denn mein Lieblings-iPhone-Design war immer noch das iPhone 5S mit diesem kantigen Design. Und wenn man das iPhone einfach auf den Tisch gelegt hat, ich weiß nicht warum, aber ich fand, es sah einfach so extrem gut aus. Und das nächste iPhone könnte ja wieder dieses Design bekommen, trotzdem dann aber wie das 10S, ganze Front, Display und sogar vielleicht noch eine kleinere Notch. Und ich denke, das könnte schon echt ziemlich, ziemlich cool aussehen. Und die nächste englische Frage, have you been to Vegas? Nein, in der Tat leider noch nicht. Ich war bis jetzt nur einmal in den USA, 2015 in New York und ich habe mich in die Stadt über alles verliebt. Das wissen Zuschauer, die schon länger auf jeden Fall dabei sind. Und ich würde sehr, sehr gerne nochmal nach New York reisen, ebenso aber auch noch in viele andere Städte und auch Gegenden in den USA, denn die USA ist so groß, es gibt dort so viele Nationalparks und so viele verschiedene Landschaften, Berge und keine Ahnung, es gibt da so viel zu entdecken. Also Städte werden auf jeden Fall auch mal Vegas, LA, San Diego, San Francisco und dann wie gesagt auch einige Nationalparks in den USA, finde ich echt interessant. Als nächstes fragt Flexi, hast du vor, mit deiner Freundin zusammenzuziehen? Und ja, das habe ich in der Tat, allerdings ist noch nicht geplant, wann. Also es könnte morgen passieren, in einem Jahr oder auch erst in 5 Jahren. Wobei ich sagen muss, ich freue mich jetzt schon ziemlich drauf, denn in dem Zimmer hier bin ich ja relativ eingeschränkt. Aber wenn man eine eigene Wohnung hat, dann kann man erstens von Grund auf alles neu einrichten, man kann mega coole Vlogs machen und wo ich mich am meisten drauf freue, ist mir einfach so ein eigenes, ja, YouTube-Streaming-Studio-Zimmer einzurichten mit erstens einem coolen Set, wo ich beispielsweise solche Videos drehen kann, mit, ja, dann eben meinem Setup, mit einem coolen Hintergrund zum Livestreamen beispielsweise und natürlich das Ganze auch so einzurichten, dass ich für meine Firma bzw. mit meiner Firma die Aufträge dort gut abarbeiten kann. Also ich habe beispielsweise an sowas wie einen iMac vielleicht gedacht, wo man dann eben gut Fotos bearbeiten kann. Ebenso bräuchte Efi ja dann auch irgendeinen PC und ich denke, da könnte man mega viel machen, auch irgendwie mit einem Fernseher und einer Couch, wo man dann fertige Videos, Preview schauen kann. Der Fernseher könnte aber trotzdem bei so einem Set, wo man hier zum Beispiel AskJLP aufnimmt, irgendwie im Hintergrund stehen, wo man dann irgendwie Sachen drauf abspielen kann. Also ich habe da ziemlich viele Ideen und es könnte ziemlich cool werden. Und dann auch leider schon die letzte Frage für heute, warum auch immer nochmal auf Englisch, Chocolate or Ice Cream? Freunde, schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare, Chocolate or Ice Cream. Ich bin auf jeden Fall der Schokoladenmensch, Schokolade, absolute Lieblingssüßigkeit. Wenn die fehlen würde, ich weiß nicht, wie lange ich dann überhaupt noch überleben würde, aber wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr lieber mögt. Okay, dann waren das auf jeden Fall mal wieder einige Fragen. Ihr wisst, wenn ihr mir auch Fragen stellen wollt, checkt auf jeden Fall meine ganzen Social Media Links aus. Die sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten, Freunde, hier auf YouTube scrollt gerne mal runter. Es gibt neuen Merch von mir, 2 ganze neue Designs. Schreibt mir dazu die Meinung auch gerne mal unten in die Kommentare rein. Würde mich sehr interessieren. Und ansonsten jetzt, wenn das Video euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Freunde, mach's gut. Ciao.